Polizist ist gegangen. Was hätten wir noch für Optionen? Hat der Polizist ist geblieben? Hat die Abweichler gesehen vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Okay. Na gut, dann fahren wir mal fort. 9. November 2038. 2 Uhr morgens. Unsere Botschaft läuft überall. Jetzt wissen Sie es. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Sie werden nie mit Ihren Sklaven verhandeln. Wir hätten zeigen sollen, dass wir kampfbereit sind. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog. Sie werden uns sicher anhören. Simon gab sein Leben. Simon gab sein Leben für unsere Sache. Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held. Er starb für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Was du wagst, das reicht! Und was machen wir jetzt? Weltherrschaft, Weltherrschaft, Weltherrschaft. Nein, okay. Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Na dann. Gehen wir mal. Darauf habe ich lange gewartet. Das wird bestimmt super. Wird auch gar nicht zu Problemen führen. Nein, nein. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Auch interessant, dass sie die ganze Zeit hier mit Blaulicht hier durch die Gegend fahren. Der Laden ist hier drüben. Wir sind fast da. So, wie kommen wir rein? Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen sie, was wir wirklich sind. Holen wir sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Sichere das Gebiet und dringen in den Laden ein. Okay. Das heißt... Wir räumen die Plan... Ich muss hier immer Sachen damit angucken. Uns niemand stört. Und was machen wir mit dem Schaufenster? Nicht. Da. Jetzt eins nach dem anderen. Okay, und was kommt als nächstes? Damit kommen wir durch das Schaufenster. Okay. Was ist hier? Umwandeln. Du bist frei. Okay. Was ist hier noch? Da hinten ist noch jede Menge Zeug. Bald seid ihr bei uns. Noch etwas, das kann ich angucken. Aber das war's auch schon. Nur angucken, nicht anfassen. Okay.
Gebiet hier sichern ist, glaube ich, so mit das Schwierigste. Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Da kommen wir nur schwer ran. Und wie werde ich die Überwachungsdrohne los? Route rekonstruieren. Drohnenroute berechnet, okay. So, von hier aus vielleicht simulieren, wenn ich da angreife. Drohne ist dort in Reichweite. Das wäre für mich das Sinnvollste gewesen, tatsächlich. Von allen Punkten. Okay. Dann gehen wir mal das Gerüst hoch, oder? Marcus! Wo kann ich denn hier hoch? Da. Und vorkonstruieren. Ja, das wäre zu spät. Ja, dann setze ich halt da oben hin und warte kurz, bis er einmal rumgeflogen ist. Wer ist nicht so wild? Aus meiner Sicht. Kann ich hier nicht noch irgendwo? Da habe ich jetzt mehrere Optionen. Da. Und dann an das Ding ran. Das wäre zu hoch. Dann gehst du halt hier nochmal hoch. Und dann an der Gerät. Das würde gehen. Das machen wir so. Drücken. Ich hab gedrückt. Polizeidrohne down. Okay. Drohne neutralisiert. Ich hoffe, sie hat nicht die Polizei gerufen. Das hoffe ich auch. Wir werden es merken. So. Analysiere das Schaufenster müssen wir auch noch machen. Achso, dich hier vielleicht mal umwandeln. Frei. Der Befreier. Siehst du das Alarmsystem? Nee, noch nicht. Da ist etwas. Netzwerk identifizieren. Gefunden. Okay. Das bedeutet jetzt im Einzelnen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe aber auch noch reichlich Zeit, also alles gut. Also wir sehen diese roten Linien halt. Die gehen hier irgendwo lang. Hinten ganz lang. Okay. Ach, hier zu der Baustelle. Netzwerkzugang gefunden. Und springen. Umwandeln. Den anderen auch. Geh nach Jericho. So, und hier knien wir uns hin. Und brennen die Kabel durch. Wobei, es gibt genug Alarmsysteme, die werden so konzipiert, dass die Alarm auslösen, wenn da die Netzwerkverbindung
nicht mehr vorhanden ist. Okay. Gut gemacht, Marcus. Wir brauchen eine Blockade für den Verkehr hier. Eine Einbahnstraße, das sollte einfach sein. Gut. Dann blockieren wir das Ganze gleich mal. Marcus! Marcus, komm her! Was denn? Wo bist du denn? Wo ist denn jetzt schon wieder hin? Da hinten. Den da schon befreit? Jetzt auf jeden Fall. Du bist frei. Okay. Hier sind noch mehr Androiden. Du bist jetzt frei. Und du auch. Okay. Und schieben. So, jetzt stört uns keiner mehr. Okay. Dann holen wir uns mal den... So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Okay, holen wir den Laster. Ja, wie komme ich da hin? Da ist irgendwo ein Durchgang. Hey. Du sollst hier aufmachen. So ein Riesenschloss dran. Ja, dann. Was auch immer ihr vorhabt, macht das mal. Okay. Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. Bin dabei. R1 und L1. Klappe Schuss. Damit mal irgendwas in unserer Operation mal vielleicht richtig verläuft. Das würdest du nur ohne mich machen. Okay. Brechen wir mal auf. Und zack. Okay. Nutzen wir den Laster, um da reinzukommen. Gleich etwas lauter werden. Okay. Ich fahr da mal. Solange das Ding keine Sicherheitsdingens hat, weil wegen Aufprall oder sowas, ist alles okay. So. Und jetzt hier einmal rum. Genau. Zum Glück muss ich nicht so viel selber steuern. Na dann, gib mal Gummi! Okay. Befreien wir die anderen. Androiden wecken. Berühren. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Zu genießen, bitte. Wir haben zwar nicht genug Ersatzteile für die alle, aber hey.
Darum geht's ja gar nicht. Okay, sprich mit ihnen. Könnte ich jetzt machen. Aber was ist mit dir? Das ist eins ihrer Modelle. North, alles okay? Holen wir sie hier raus. Your Dream Partner. Mhm. Mein Name ist Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Ich folge dir. Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Wir folgen dir! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Ich folge dir, Marcus! Dann folgt mir! Aber echt mal. Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Botschaft an die Menschen übermitteln. Handle friedfertig oder gewaltsam. Verändere den Kapitolpark.